Jeder von uns weiß, wie viel Spaß es macht, auf dem Dachboden in alten Dingen zu stöbern. Nicht selten entdecken wir dabei Relikte unserer Kindheit oder Dinge, die uns an besondere Momente oder Personen erinnern. In der Regel haben Dinge, die sich auf dem Dachboden befinden, aber kaum einen großen materiellen Wert oder sind für andere von Bedeutung. Es tauchen jedoch durch die Medien immer mal wieder Funde auf, die wirklich unglaublich sind. Heute 10 unglaubliche Dinge, die auf Dachböden gefunden wurden. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dir die Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn du diesen abonnierst. Nummer 10. Im Jahr 2013 fand ein 10 Jahre alter Junge im niedersächsischen Diepholz beim Spielen auf dem Dachboden seiner Großeltern ein Sarkophag mit einer Mumie und weiteren ägyptischen Gegenständen. Eine Röntgenuntersuchung ergab, dass sich unter den Bandagen ein Schädel und in Metallfolie gewickelte Knochen befanden. Der Großvater des Jungen hatte die Kiste während einer Reise nach Nordafrika in den 50er Jahren erworben, nach Deutschland verbracht und kurz nach dem Bau des Hauses 1970 auf dem Dachboden verstaut. Nummer 9. 2013 wurde ein extrem seltenes und bisher unbekanntes Landschaftsgemälde des bekannten Malers Vincent van Gogh von einem norwegischen Mann gefunden. Das Bild, was heute unter dem Namen Sonnenuntergang bei Mont Majour bekannt ist, war über 100 Jahre versteckt und wurde nach seiner Entdeckung zu einem unbekannten Preis an ein Kunstmuseum verkauft. Nummer 8. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges betrat der russische Kommandant Lev Bezymensky das Hauptquartier der Nazi-Partei in Berlin. Im Inneren fand er nummerierte Kisten mit Hitlers persönlichen Dingen, die darauf warteten, in seine Bergfestung im Süden Deutschlands transportiert zu werden. Der Kommandant nahm ein paar Schallplatten Hitlers als Souvenir an sich. 1991 wurden die Schallplatten von seiner Tochter auf dem Dachboden wiederentdeckt. Verblüffend ist, dass der Diktator privat Musik russischer Komponisten hörte, die von Juden interpretiert wurde. Nummer 7. Während Aufräumarbeiten in seinem Dachboden entdeckte ein Mann eine unheimlich seltene Porzellanfigur in einer Holzbox. Bei dieser alten Figur handelt es sich um eine seltene Fabergé-Figur, die von dem russischen Zaren Nikolaus II. Als Geschenk für seine Frau Alexandra in Auftrag gegeben wurde. Die mit Gold besetzte Figur wurde in einer 15-minütigen Auktion zu einem Preis von 5,2 Millionen US-Dollar verkauft. Nummer 6. Nachdem ein Mann eine Menge Handgranaten auf seinem Dachboden seines Hauses in Milwaukee, Wisconsin verbrachte, hatte er sie wohl schlichtweg vergessen. Jahre später, im März 2014, wurden diese wiederentdeckt. Das Bombenräumkommando von Milwaukee wurde gerufen und verbrachte diese in eine verlassene Gegend, um diese zum Detonieren zu bringen. Nummer 5. In einem Koffer seines Großvaters fand ein libyscher Mann das Manuskript der wohl berühmtesten amerikanischen Novelle aller Zeiten. Mark Twains Huckleberry Finn. Mark war bekannt dafür, dass er seine Geschichten lieber diktierte, als selbst zu schreiben, und so auch handelte es sich bei dem gefundenen Manuskript nicht um ein selbstgeschriebenes Exemplar. Unabhängig hiervon war es jedoch ein Original. Nummer 4. In London betraten eine Schwester und ein Bruder den Dachboden ihrer verstorbenen Eltern. Hierbei fanden sie eine billig wirkende Vase, die der Familie von der Oma überlassen wurde. Hierbei handelte es sich jedoch um ein Relikt aus der Shanxi-Provinz in China. Die Geschichte dieser Vase geht zurück auf die Qing-Dynastie. Wie diese wertvolle Vase in den Familienbesitz kam, ist nicht bekannt. Die Vase wurde für 51,6 Millionen Pfund an einen chinesischen Bieter verkauft. Nummer 3. In einem Dachboden eines Hauses in Nashville, Tennessee, wurden Aufnahmen eines Interviews mit dem bekannten Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King gefunden. Stephen Toll war dabei, den Dachboden seines Vaters zu entrümpeln, als er auf eine Kiste mit Tonaufnahmen des Interviews vom 26. Dezember 1960 stieß. Stephen borgte sich einen Kassettenrekorder, hörte sich die Tonbandaufnahmen an und war erstaunt, eine kristallklare Unterhaltung zwischen Martin Luther King und seinem Vater zu hören. Stephens Vater war ein Versicherungsvertreter und wollte ein Buch über die Bürgerrechtsbewegung schreiben. Zu diesem Zweck interviewte er Martin Luther King. Das Buch wurde nie beendet und die Tonaufnahmen vergessen. Nummer 2. In Minnesota erwarb ein Mann ein neues Haus. Nachdem er begonnen hatte, das Haus umzugestalten und eine Wand einriss, entdeckte er eine Sammlung von Comicbüchern. Diese wurden eingewickelt in Zeitungspapier in die Wand gesteckt und dienten allem Anschein nach als Isolation. Beim Auspacken der Comics befand sich unter anderem die Erstausgabe eines Action-Comics. In diesem tritt erstmalig der Superheld Superman auf.
Dieses Comicbuch wurde mit einem Preis von unglaublichen 175.000 Dollar verkauft. Nummer 1. Nachdem Josh Farwin in Utah sein neues Haus erworben hatte, ging er in diesem herum, um die Räume zu erkunden und sich davon eine Vorstellung zu machen, wie er es nach seinen Vorstellungen verändern würde. Dabei stieß er auf einen versteckten Zugang, der zu einem Dachboden über der Garage führte. Nachdem er den Raum inspizierte, fand er säckeweise Rollen von Geld, insgesamt 45.000 Dollar. Das gesamte Geld übergab er an die ehemaligen Besitzer des Hauses. Das war's auch schon für heute. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.